Hallo, mein Name ist Sebastian Drumm. Ich bin hier an die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in den Bereich EMT berufen worden, auf die Professur Fluidtechnik und Aktorik. Zuvor habe ich in Aachen Maschinenbau studiert und dann dort im Bereich Fluidtechnik, also Hydraulik und Pneumatik, promoviert und bin dann in die Baumaschinenbranche gewechselt. Dort habe ich zunächst mal bei Kramer Allrad Radlader und Teleskoplader entwickelt und die letzten 8 Jahre war ich jetzt bei der Würtgen GmbH hier in der Nähe und habe dort Straßenfräsen entwickelt für die Straßensanierung. Ich freue mich, hier nun an die Hochschule zu wechseln. Ich freue mich, Sie alle kennenzulernen und möchte dann über die Lehre hinaus in der Forschung nachhaltige Energiespeichersysteme beforschen.